Was haben große Mähdrescher mit Bau- und Kommunaldienstleistungen gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht sehr viel, möchte man meinen. In dieser Geschichte treffen wir auf das Familienunternehmen Heindl, das den Absprung von der klassischen Agrardienstleistung geschafft hat und mittlerweile zur festen Größe im Bau- und Kommunalwesen zählt. Das Lohnunternehmen Heindl zählt mit Sicherheit zu den größten seiner Art in Österreich. Was es bedeutet, ein Unternehmen in diesem Ausmaß zu organisieren und wie der Arbeitsalltag des Teams dabei aussieht, zeigen wir euch in dieser spannenden Reportage. Wir sind die Firma Heindl aus Wieselburg. Uns gibt es seit 1962, 60 Jahre plus. Wir sind mit 60 Mitarbeitern von Oberösterreich, Wien, Burgenland bis zum Plattensee unterwegs. Begonnen hat das Ganze mit dem Lohndruschunternehmen. Natürlich sind wir hier auf Hürden gestoßen, dass es nicht so einfach ist, 20, 25 Mähdreschern mit Saisonarbeitern zu bedienen. Haben wir uns vor 25 Jahren überlegt, ob es Alternativen in unserem Betrieb gibt. So sind wir auf die Kommunaltechnik, Bauwirtschaft gekommen. Und das Schöne ist, wir können all unsere Mitarbeiter das ganze Jahr über beschäftigen. Wir beginnen unsere Dreharbeiten am Betriebsstandort, genauer gesagt in Wieselburg, das im Westen Niederösterreichs liegt. Hier treffen wir auf einen Maschinenpark, der seinesgleichen sucht. Zum Fuhrpark zählen Dutzende Mähdrescher und Traktoren, ausgerüstet mit verschiedensten Anbaugeräten. Weiters befinden sich in der Flotte zahlreiche Teleskoplader, Bagger und Sondermaschinen. Der Betrieb gliedert sich dabei in mehrere Teilbereiche. Den Lohndrusch, die Baudienstleistungen inklusive Abbruch, Entsorgung und der internationalen Güterbeförderung. Weitere Spezialbereiche sind Kommunalarbeiten, Baumabtragungen und Sonderfällungen, sowie der Handel von Maschinen und Ersatzteilen. Aktuell ist man bei den Vorbereitungen für die kommende Druschsaison. In der 7000 Quadratmeter großen hauseigenen Werkstatt werden die Maschinen und Geräte für ihren Einsatz gewartet und optimiert. Mittlerweile ist es Juli geworden. Die Druschsaison läuft bereits auf Hochtouren. Braugerstenernte für das eigene Wirtshaus, das sogenannte Brauhaus, ist bereits abgeschlossen. Deshalb widmen wir uns heute der Weizen- und Roggenernte. Auf verschiedenen Standorten rund um den Neusiedlersee sehen wir Maschinen in verschiedensten Größen. Rund 30 Kilometer nordöstlich der Bundeshauptstadt Wien treffen wir auf Johannes Heindl Junior. Wir sind heute in Niederösterreich, in Stix-Neisiedl. Ich fahre mit einem Lexion 670 in der Weizenernte. Insgesamt sind wir mit 18 Maschinen im Osten. Ich fahre mit einer mittleren Maschine, weil da in dieser Gegend die Felder nicht ganz groß sind. Dies spiegelt die Philosophie der Flotte wider. Man setzt auf mehrere kleine Maschinen, um trotz der oft kleinen Feldgrößen genügend schlagkräftig zu sein. Der Class Lexion 670 zählt zu den mittleren Maschinen am Betrieb und ist mit seinem 7,5 Meter breiten Schneidwerk kompakt und wendig. Für größere Flächen hat man auch schlagkräftigere Maschinen im Einsatz. Hier zum Beispiel der Lexion 770 mit einem 10,8 Meter breiten Vario-Schneidwerk. Im damaligen Bauzeitraum war dies die größte Mähdrescherbaureihe von Class. Mit seinen 585 PS Antriebsleistung war er zu diesem Zeitpunkt die zweitleistungsstärkste Maschine des Herstellers. Geerntet wird hier aktuell Roggen auf einer 13 Hektar großen Fläche einer Justizvollzugsanstalt südlich von Wien. Seit 2020 befinden sich auch zwei Case-Mähdrescher unter der ansonsten reinrassigen Class-Flotte.
Auf Kundenwunsch wurden diese für die Sojaernte angeschafft. Zum Fuhrpark zählt außerdem der weltgrößte Mähdrescher, der Claas Lexion 8900. Auffällig ist, dass es sich bei den Mähdreschern hauptsächlich um Radmaschinen handelt. Hintergrund dafür ist, dass die Maschinen viel auf öffentlichen Straßen unterwegs sind. Dabei spielen der höhere Komfort und die geringeren Wartungskosten gegenüber Raupenlaufwerken eine wichtige Rolle. Da trotz dieser genannten Punkte ein Raupenlaufwerk auf dem Acker seine Vorteile bietet, hat man auch mehrere Mähdrescher mit Raupen im Einsatz. Wie beispielsweise den Claas Lexion 6900, der hier gerade die Flächen neben einem großen Gemüsebetrieb erntet. Es ist der größte Schüttler-Mähdrescher des Herstellers in der neuesten Generation. Ausgerüstet ist er mit der neuesten Technologie, wie kamerabasierter Spurführung und dem CMOS-Automatik. Dieses selbstlernende Assistenzsystem entlastet den Fahrer und sorgt für die höchstmögliche Auslastung bei möglichst geringem Kornverlust. Inmitten von Windrädern wartet für uns noch der krönende Abschluss der Getreideernte. Am frühen Abend arbeiten hier parallel zwei Mähdrescher auf einer Fläche, was in Österreich eher die Ausnahme als die Regel ist. Zu einem sehr wichtigen Aufgabenbereich zählt die Kommunaldienstleistung. Sehr breit gefächert unterwegs sind wir im Kommunalbereich, sei es Grünraumpflege, Böschungspflege, sei es entlang der Via Donau oder entlang von Autobahnen wie ASFINAG, ÖBB, wo wir hier mit Spezialgeräten im Einsatz sind, auf der einen Seite Sicherheit geben für alle Verkehrsteilnehmer, aber auch auf der anderen Seite auf größte Rücksicht der Natur und der Tierwelt. Einen dieser Spezialeinsätze begleiten wir hier in Ort an der Donau. Für den Auftraggeber wird hier der Schutzdamm entlang der Donau gepflegt. Das Team ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Mäh- und Schwadarbeiten werden die kompakten und wendigen Traktoren der Fendt 200er Baureihe eingesetzt. Im ersten Schritt werden die Dammflanken gemäht. Hier ist größte Vorsicht geboten. Denn der Damm bildet gleichzeitig einen öffentlichen Radweg entlang der Donau. Fahrer Stefan Stockinger ist aktuell mit den Mäharbeiten beschäftigt. Ausgerüstet mit einer Kombination aus Front- und Heckmähwerk kann er den steilen Hang in einem Zug bearbeiten. Im zweiten Arbeitsschritt wird das gemähte Gras von zwei Gespannen mit Heckschwadern in Form gebracht. Das abgelegte Material wird nachfolgend von der Pickup der Rundballenpresse aufgenommen und gepresst. Die Rundballen werden anschließend mit den Transportgabeln aufgenommen und zum Verladeplatz gebracht. Hier werden sie schließlich auf einen Ballenanhänger verladen und zu einer nahegelegenen Kompostieranlage gebracht. Für die schwer zugänglichen Flächen kommen mehrere Auslegermulcher zum Einsatz. Fahrer Christoph Schachinger bedient heute einen der am Betrieb laufenden Teleskopausleger. Mit dem Joystick manövriert er den Mulcher geschickt über die unebene Fläche. Über 160 Kilometer Strecke wird so in Teilabschnitten bearbeitet und übrig bleibt dabei ein sauber gepflegter Damm.
gut entwickelt hat sich in den letzten Jahren unsere Bauarbeiten, sei es der Erdbau, wo wir mit beides 10 Mulden unterwegs sind, oder mit unseren modernsten Baggern, wo wir sehr wohl im Erdbaubereich unterwegs sind, aber auch im Kommunalbereich. Wie sich bei diesen Arbeiten der Alltag für das Team gestaltet, schauen wir uns hier an 3 verschiedenen Standorten an. Wir befinden uns in der Nähe von Steinerkirchen am Forst. Hier ist man aktuell dabei, ein neues Betriebsgelände zu erschließen. Es kommen dabei 8 Muldengespanne zum Einsatz, die einerseits Schotter von einem nahegelegenen Steinbruch anliefern und den nicht benötigten Aushub zur eigenen Deponie bringen. Auch Bagger, Teleskoplader und eine Walze wurden seitens der Firma Heindl bereitgestellt. So kann man dem Firmenmotto "Alles aus einer Hand" gerecht werden. Neu angeschafft wurde der Aries Impactor. Es handelt sich dabei um einen Multifunktionsschredder. An diesem Standort wurde vergangene Woche ein Gebäude seitens der Firma Heindl abgetragen. Der dabei entstandene Schutt wird heute mittels der Brechanlage recycelt und in wiederverwertbares Baumaterial verwandelt. Das im Beton befindliche Eisen wird dabei von einem Magnetabscheider aussortiert. Perfekte Lückenfüller für unser Lohnunternehmen sind die Arbeiten im Kommunalbereich, sei es Sonderbaumfällungen wie durch unsere Spezialgeräte Merlo und Woodcracker. Wir setzen auf eine sehr moderne und verlässliche Technik in unserem Betrieb, das sich auch sehr bewährt hat. Wenn es vielleicht den einen oder anderen auch mal interessiert, in unserem Betrieb zu arbeiten, wir bieten wirklich Herausforderung, wir bieten Vielfalt, abwechslungsreiche Tätigkeiten in den verschiedensten Einsatzgebieten und Bereichen. Vor einer dieser Herausforderungen steht Dominik Weinauer. Er bedient heute den großen Roto-Teleskoplader. Mit diesem stehen an diesem Tag mehrere Baumabtragungen auf dem Programm. Als erstes wird für einen ausreichend großen Sicherheitsradius gesorgt und die vorbeiführende Straße gesperrt. Im zweiten Schritt wird der Teleskoplader entsprechend abgestützt, um für die entsprechende Standsicherheit zu sorgen. Danach beginnt Dominik mit seiner Arbeit und pflückt die Bäume quasi aus dem Garten. Wir haben da heute 2 Baumwege gerammt mit unserem Rotomerlo. Wir klängern 30 Meter. Wenn wir sie richtig aufstützen, das ist das Wichtigste, dass wir die Stützen ganz ausfahren. Dadurch trauen wir keine Wiesen, weil wir eben aus weiter Entfernung stehen bleiben können. Das ist super neben die Häuser, die Bäume neben die Häuser stehen. Dann können wir die wegrammen, ohne dass was passiert. Und das Wichtigste ist, dass wir zu zweit sind, weil ich von der Kabine aus, wenn ich damit fahre, sehe ich eigentlich gar nicht so viel. Darum brauche ich immer einen zweiten mit, der mir da viel hilft und eigentlich meine Augen ist. Im Anschluss wird das anfallende Material entsorgt und die übrig gebliebenen Stubben entfernt. Die abgetragenen Bäume werden mit einem Krananhänger aufgeladen und zu Hackgut verarbeitet. Abschließend wird das Material wieder zum Auftraggeber geliefert und übrig gebliebene Wurzelstöcke werden mit einer Selbstfahrfräse im wahrsten Sinne des Wortes dem Erdboden gleichgemacht. Mittlerweile ist es Oktober geworden. Wir befinden uns auf einem Feld nahe der angrenzenden Ostautobahn A4. Wir begleiten hier den bereits in der Getreideernte vorgestellten Klaas Lexion 6900. Gepflückt wird mit einem 14-reihigen Maispflücker des italienischen Herstellers Dominioni. Beim Lohndrusch bieten wir die gesamte Palette an, von Maisdrusch 50 cm, Soja bis Flex-Schneidwerke. Eine sehr gute Entscheidung haben wir getroffen vor mehr als 25 Jahren, als wir uns für Dominioni-Maispflücker entschieden haben. Wir haben sie damals auf unseren eigenen Mähdreschern getestet und waren relativ schnell davon von diesem Produkt Dominioni überzeugt. Wir sind Importeur von Dominioni-Maispflücker. Wir haben ein wirklich großzügiges Ersatzteillager, natürlich auch die Techniker dafür, sei es bei Anbauarbeiten, Umbauarbeiten. Der Maispflücker wird dabei mit dem klassischen Glas-Schnellwechselsystem angebaut. Geerntet werden hier Flächen für den Agrarbetrieb Messeritsch. Was uns dabei sofort auffällt, ist der Reihenabstand von nur 50 cm. Üblicherweise wird Mais im Abstand von 70 bis 75 cm angebaut. Der geringere Abstand von 50 cm bietet dabei aber 2 entscheidende Vorteile.
Zum einen bei der Gülleausbringung, denn bei der Saat entstehen durch die Abschaltung von zwei Säkörpern genau die benötigten Fahrgassen mit 2 Metern Spurabstand und 1 Meter Spurbreite für das Güllefass. Der zweite Vorteil ergibt sich für die mechanische Beikrautregulierung. Denn Soja wird auch im Reihenabstand von 50 cm angebaut. Somit kann das gleiche Hackgerät ohne große Umbaumaßnahmen im Mais eingesetzt werden. Zum Abschluss unserer Burgenlandreise besuchen wir den kleineren Bruder des Lexion 6900. Bei Sonnenuntergang arbeitet sich der Lexion 6600 durch den Hirsebestand. Als Druschvorsatz ist hier ein Dominioni Flex Schneidwerk angebaut, das auch bei der Sojaernte und wie hier bei der Ernte von Spezialkulturen zum Einsatz kommt. Es wird vom Mähdrescher über den Bestand getragen, um möglichst wenig grüne Blattmasse aufzunehmen. Bis in die späten Abendstunden zieht sich dieser Einsatz und bei perfekten Lichtverhältnissen ergaben sich diese spektakulären Bilder von der Ernte. Mit diesem krönenden Abschluss geht die Reise hier für uns zu Ende. Und wir freuen uns, dass wir euch die abwechslungsreichen Tätigkeiten des Unternehmens näherbringen konnten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar und ein Like unter dem Video.